Gehen wir es an. Es ist nicht so, als wäre das der erste Lindwurm, den wir killen. Na dann. Angriff, verstanden. Was ist das? Das ist mehr wie ein Lindwurm, so viel sicher. Na, sieh mal einer an. Was ist das? Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen, Taha. Und selbst wenn wir es täten, das Laboratorium ist jetzt eine Ruine. Es ist ohnehin ein Wunder, dass sie uns da lebendig rausgebracht haben. Okay. Und bin immer gespannt, weil die Heirat muss ich nicht haben, weil dann wird der eine Typ viel zu mächtig. Taha, ich habe Kampfeslärm gehört. Heißt das? Der Lindwurm ist tot, ja. Hier ist sein Zahn. Lasst mal sehen. Gut, ich bin beeindruckt. Also dann, gehen wir zu meinem Bruder. In Ordnung. Shane, ich denke, das solltest du sehen. Na, was? Hier, Wulfgar, für euch. Der Zahn eines Lindwurms, frisch aus dem Kadaver gezogen. Warum zeigt er mir das? Sie haben diesen Lindwurm alleine getötet, Shane. Ich habe es gesehen. Keine Soldaten, keine Ballisten. Und? Ach, verdammt, Shane, stell dich nicht so dumm. Dieser Mann mag vieles sein, schwach ist er aber nicht. Wer einen Lindwurm mit seinen eigenen Händen töten kann, ist stark genug und würdig, eine Armee gegen die Reinheit zu führen. Möglich. Aber die Frage ist, hat er auch den Schneid, sich die Hände schmutzig zu machen, wenn die Situation es wirklich erfordert? Was? Trefft mich am Fuße der Festung, Taha. Alleine. Okay. Verdammte Geheimniskrämerei. So langsam wird es... Mann, jetzt geht es... Stattdessen einfach Halit. Oder zieht ihr... Ja, ist er. Ach, das ist doch ein Trick, alles miteinander mit der Kackvertonung. Euch nicht daran hindern. Ja, und wo ist er? Da ist sie. Ja. Wie geht? Viel Glück. Danke. Dir auch, Soldat. Na, es muss dann da irgendwo sein. Klingt gut. Interessant. Gut, das klingt vernünftig.
Super, kann ich jetzt das ganze Gebiet absuchen? Ja. Ihr da, helft uns! Ja? Oh Mann. Macht euch bereit! Für Nordhander! Valtiara, hab Dank. Ihr seid Tahar, oder? Der Gute. Ja, wer seid ihr? Feldwebel Tannersohn, Haus Halit. Unser Herr hat uns befohlen, diesen Ort für das Konklave zu räumen. Aber wir hatten nicht mit so viel Widerstand gerechnet. Wir stehen in eurer Schuld, Herr. Wer weiß, was mit uns passiert wäre, wenn ihr nicht geholfen hättet. Na gut. Dann klimmen wir die Festung. Und hoffen, das reicht. Gehen wir es an. Na dann. Wird schon schief gehen. Macht euch bereit. Gut. Wie ihr verlangt. Wie ihr wünscht. Ja, Moment. Gehen wir zuerst darüber. Wobei es egal ist. Da komme ich eigentlich eh raus, wenn ich oben rumgehe. Ich werde es tun. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Heilung. Da lang? Guter Plan. Gut. Sicher doch. Verdammt. Shit. Ich brauche Heilung. Wie ihr wünscht. Gut. Verdammt. Ich brauche Heilung. Der Aura blockt meine ganzen Fertigkeiten. Das ist extrem unpraktisch. Aber gut. In Ordnung. Gut, das klingt vernünftig. Ich kümmere mich drum. Die Heilaura von ihr blockt aber nicht. Glaube ich nicht. Alles klar. Klingt gut. Guter Plan. Angriff verstanden. Es ist schon lange vorbei. Gebt verstanden. Gut, dann gehen wir halt jetzt den anderen Weg retour. Das macht ja nicht wirklich einen Unterschied. Was braucht ihr? Gehen wir es an. Elends Regen, so schnell geht das nicht. Das ist immer praktisch, wenn man irgendwann einen Pass hat, wo man die Gegner reinlocken kann. Was werdet ihr bereuen? Schauen wir uns das mal an. Ja? Für Nordhander! Endlich! Na dann.
In Ordnung. Wird schon schief gehen. Oh wow. Okay, das sind jetzt aber mehr. Aber das macht nichts. Die haben keine Chance. Die werden alle eingestampft. So, buffen noch. Sieh mal einer an. Alles klar. Wie ihr wünscht. Das müsste der ganze Rest sein. Ich brauche mehr Zeit. Ja, jetzt wird es aber Zeit. Jetzt mal Heilung kriegen. Hier. Angriff verstanden. Das war's. Naja, die Festung hat auch schon bessere Tage erlebt. So viel sicher. Da lang? So, und jetzt will ich die ganze Map noch immer absuchen, oder wie? Ja, sicher. Ich sagte, alleine. Ich sagte, alleine. Ohne Scheiß. Was für Penner. Ihr seid also gekommen. Na, das ist doch schon mal etwas. Kommen wir gleich zum Punkt. Ich habe mich anscheinend in euch getäuscht. Also lasst mich meine Äußerung revidieren. Vielleicht kommt ein Bündnis zwischen Haus Utran und Wulfgar doch in Frage. Nun, in dem Fall sparen wir uns das Gerede und kommen zum Punkt. Ihr wollt Bedingungen für das Bündnis stellen, oder? Sonst hättet ihr mich wohl kaum alleine treffen wollen. Korrekt. Ich will, dass ihr Wayland Hallet für mich tötet. Bitte? Ihr habt richtig gehört. Das ist der wahre Grund dafür, dass ich gekommen bin. Ich will Haus Hallet ein für alle Mal vom Angesichts Eos tilgen. Ihr seid ein Militär, also nehme ich an, dass ihr um seine Taten wisst. Ihr gebt ihm die Schuld für den Tod eurer Tochter, richtig? Die Schuld geben? Ich kann zwischen den Zeilen lesen, Taha. Wayland Hallet hat meine Tochter getötet, weil er zu feige war, zu einem einfachen Versprechen zu stehen. Er hätte sie retten können, aber er hat es nicht getan. Weil das bedeutet, hätte seine Truppen für ein ihm nicht gerade freundlich gesinntes Haus zu riskieren. Eines könnt ihr mir glauben, Taha. Wayland mag sich freundlich zu inszenieren wissen, aber er ist ein Machtmensch. Und er wird vor nichts zurückschrecken, um den Einfluss seines Hauses zu vergrößern. Er wird euch anlächeln und alles sagen, was ihr hören wollt. Aber letztlich geht es ihm immer nur um eines. Sich selbst. Das glaube ich ja. Den Eindruck hatte ich schon durch die Geschichte mit der Heirat. Woher wollt ihr wissen, dass diese Schlacht in den Magierkriegen wirklich so verlaufen ist? Wart ihr dort? Taha, nein. So fangen wir gar nicht erst an. Ich weiß, was passiert ist. Ihr plant also, Lord Halid zu ermorden? Wisst ihr überhaupt, was ihr da von mir verlangt?
Allein mir das zu erzählen, könnte die Krone mit dem Strick bestrafen. Die Krone hat keine Macht mehr, zumindest momentan. Außerdem steht euer Wort gegen meines. Solltet ihr jemand von meinem Plan erzählen, werde ich das Ganze einfach abstreiten. Das Wort eines Lords gegen das Wort des Kinds des Verräters. Wem meint ihr, werden die Richter glauben? Wenn wir Wayland Halid töten, werden ihre Soldaten in Verwirrung verfallen, wie Schafe ohne einen Hirten. Meine Spione vermuten, dass einige seiner Männer die Seite wechseln würden. Wayland Halid mag vieles sein, aber beliebt ist er nicht, nicht mal unter seinen eigenen Untertanen. Im Gegenzug werden wir, Haus Wulfgar, Haus Uhtran, die Treue schwören. Zumindest bis die Reinheit des Lichts Geschichte ist. Und warum braucht ihr mich dazu? Weil ihr der Einzige seid, der unbehelligt in Halids Lager kommt. Er weiß, wie viele Leute es auf ihn abgesehen haben. Also ist er extrem vorsichtig. Weiß Ulrich von eurem Plan? Nein, und dabei wird es auch bleiben. Und ich warne euch. Erzählt auch nur einer Person von meinem Plan. Und Haus Wulfgar wird sich gegen euch stellen. Hier und jetzt. Ihr würdet also die Sicherheit des ganzen Königreiches aufs Spiel setzen, nur weil ihr Rache an Wayland Halid üben wollt? Nur weil ich Rache üben will? Taha, habt ihr auch nur die geringste Ahnung, wie sich das anfühlt? Zu sehen, wie der Mann, der die eigene Tochter ermordet hat, jeden Tag mit seinem selbstgefälligen Grinsen herumstolziert, als wäre nichts geschehen, während sie in einem Grab verrottet. Ich habe Jahre auf diesen Moment gewartet. Jahre. Am liebsten würde ich einfach beide umbringen und dann die Armeen einkassieren. Das ist jetzt echt eine blöde Entscheidung. Das ist Pest oder Cholera. Gut. Ich werde darüber nachdenken. Schön. Hier. Solltet ihr euch für Haus Wulfgar entscheiden, ist alles, was ihr tun müsst, 5 Tropfen dieses Giftes auf Wayland Halids Essen oder sein Trinken zu träufeln. Der Rest geht von selbst. Und keine Sorge. Das Gift wird nicht vor dem Konklave wirken. Und wenn es wirkt, ist es ein schneller und sauberer Tod. Schneller, als dieser Bastard es verdient hätte. Eure Aufgabe besteht also einzig und allein darin, sicherzustellen, dass er es schluckt. Bis dann, Taha. Wir sehen uns beim Konklave. Bis dann. Meine Begeisterung führt das halt zu Grenzen. Ich glaube, wir werden einmal mit ihr reden, was sie zu sagen hat. Ja, Taha, braucht ihr sonst noch was? Wie fühlt ihr euch? Ihr wirkt immer noch abwesend. Ich funktioniere. Das ist im Moment alles, was zählt. Na gut. Ich habe mit Wayland Halid gesprochen. Er schlägt eine Heirat zwischen Haus Uhtran und Haus Halid vor, um die Wulfgars gefügig zu machen. Heirat? Ihr meint, er hat um meine Hand angehalten? Ja. Ich werde tun, was nötig ist. Was haltet ihr von Wayland Halid? Was ich von ihm halte? Schwer zu sagen, ich kenne ihn nicht persönlich. Also habe ich keine bestimmten Gefühle ihm gegenüber. Ich will nochmal klarstellen, das ist eure Entscheidung, Myra. Ihr seid die Herren des Hauses Uhtran. Das bin ich. Aber wie ich schon sagte, ich werde tun, was nötig ist. Wenn ihr der Meinung seid, dass es diese Hochzeit braucht, um Nortanda zu retten, dann werde ich sie eingehen. Angar,
Was haltet ihr davon? Ihr seid so still. Ich will nochmal klarstellen, das ist eure Entscheidung, Myra. Ihr seid die Herren des Hauses Utran. Mit anderen Worten, die Schlacht mag zwar hart werden, aber der Gedanke, Haus Halid durch diese Heirat zum stärksten Haus Nortandas zu machen, schmeckt mir ganz und gar nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass ich dich ungern mit einem machtgierigen Kerl wie Veland Halid verheiratet sehen will. Was ich will und nicht will, ist nicht von Belang. Es geht hier um die Zukunft Nortandas. Also wollt ihr, dass ich das entscheide? Ja. Tut, was ihr tun müsst, Taha. Ich werde eure Entscheidung akzeptieren. Wir dürfen das nicht tun, Taha. Ja, Myra hat zugestimmt, aber sie ist nicht in der geistigen Verfassung, so eine Entscheidung zu treffen. Das stimmt. Aber momentan sieht es so aus, als sei die Heirat die einzige Möglichkeit, alle Häuser zu vereinen. Und das könnte wiederum viele Leben retten. Denn, und darauf könnt ihr Gift nehmen, die Schlacht um Graufurt wird blutig. Die Heirat könnte tausenden Soldaten das Leben retten. Fuck. Ich finde beide Szenarien scheiße.